fürs kommende Jahr. Wir wollen Ihnen natürlich auch die Neuheiten von KTM näher bringen. Und um diese Maschine zu enthüllen, lassen wir erstmal einen kleinen Film laufen. Und dann würde ich bitten, denn ganz kurzfristig ist er auch noch vorbeigekommen, Toni Finsterbusch einfach mal zu uns auf die Bühne zu kommen. Ein sehr erfolgreicher Rennfahrer im Übrigen auch in diesem Jahr in der IDM 125. Den Vizetitel hat er eingefahren, ganz knapp hinter seinem Teamkollegen Luca Grünwald. Ja, ich würde sagen, Film ab und Toni, lass mir gerade hier das Mikrofon. Sondern haben wir gemeinsam mit Bosch neue Wege beschritten, ein ABS-System appliziert, das den sportlichen Charakter des Motorrads gelegt wird, das praktisch auf griffigen Untergrund, auf festen Untergrund eigentlich kaum in Erscheinung treten soll und dann, wenn man es braucht, aber doch in die Eisen geht sozusagen. Und dieses System ist baut sehr klein, ist sehr leichtgewichtig, weniger als ein Kilo, ist ein Zweikreis-ABS-System mit Überschlagschutz. Wie gesagt, in Kombination mit den Brembo-Bremsen einfach die perfekte Kombination für die Versuche. Besser das Bremsgefühl. Der Motor wurde überarbeitet. Geringeres Gewicht und minimierter Verschleiß an Kolben und Kolbenringen sowie eine verbesserte Verbrennungseffizienz. Welcome to Kawasaki. At Kawasaki, we have recently started a new initiative, having our engineers visit our customers. The goal of this initiative is to generate new level of excitement among Kawasaki enthusiasts through new products carrying the name of this blood-stirring brand. We'll be right back.
August dieses Jahres, ist aber dennoch ein 2011er Modell. Und wichtig dabei ist im Moment heute, dass wir für 2011 eine wichtige Neuerung haben. Das Motorrad wird es auch ohne ABS geben und das zu einem sehr, sehr günstigen Preis. Ja, Ralf, wenn ich mir das hier so anschaue, dann haben wir schon bei den ersten zwei Motorrädern, die wir hier präsentieren, wirklich eine ganz schöne Bandbreite, die Yamaha hier präsentiert. Die Mädels sind der Hammer, aber auch das Motorrad, was ihr dort drunter versteckt habt, ist der absolute Hammer. Was verbirgt sich dort hinter diesem Motorrad? Ja, das ist das sogenannte World Crosser 1200. Das ist ein Motorrad, ein Konzeptbike, welches den Spirit der Super Tenere symbolisieren soll. Ja, der Spirit, der wird dort auf jeden Fall präsentiert. Aber was meint ihr genau mit dem Spirit? Veramente.